Wir sind heute in Weißnau, in Ravensburg, in der Klosterkirche St. Peter und Paul. Und wir sind hier, weil eine neue Produktion aufgenommen wird. Wir haben zwei Künstler, die sehr aktiv sind im Bereich Konzerte und auch CD-Produktionen. Und zwar haben wir Gregor Simon an der Orgel und die Sopranistin Villa Weber. Und sie nehmen eine schöne CD auf unter dem Titel Per una voce organo. Ich wollte ein Stück, wo die Orgel eine besondere Rolle spielt. Also wo nicht der Chor, sondern vor allem auch die Orgel im Vordergrund steht. Das zweite war, das war die ungewöhnliche Besetzung. Das heißt also, dass man eine Messe realisieren kann, ohne dass man einen großen technischen musikalischen Apparat organisieren muss. Also das heißt, nur einen Sänger oder nur einen Organisten. Mittlerweile wird sie vor allem aufgrund der Besetzung und aufgrund der geltenden Corona-Regeln, wie wir sie zurzeit erfahren, sehr häufig und in großen Teilen Deutschlands gesungen, was mich natürlich sehr freut. Und das ist ein Stück, das eben relativ unkompliziert in der Besetzung zu realisieren ist. Es ist in der Wiedergabe nicht ganz einfach, aber ich freue mich sehr, dass es solchen Anklang findet und ich freue mich ganz besonders, dass es jetzt zum ersten Mal auf CD aufgenommen wird. Ja gut, wir haben jetzt eine CD mit Orgel und Gesang und haben uns gedacht, das wäre ganz gut als Abwechslung auch ein paar vielleicht kurze Orgelstücke zu haben. Erstmal eine Abwechslung fürs Ohr. Und dann habe ich mir überlegt, was jetzt dramaturgisch vom musikalischen, auch textlichen Verlauf her gut hineinpassen würde in den Gesamtverlauf. Und da habe ich aus meinen Orgelkompositionen dann aus den 7 Gaben des Heiligen Geistes Nummer 3 ausgewählt. Das ist der Geist des Rates. Das ist so ein sehr ruhig dahinfließendes, trostvolles Stück. Passt ganz gut nach dem sehr energievollen Stück davor. Und dann nach der Messe von Rainer Schulen habe ich aus meinem Zyklus Suite Française sur Ave Maria, das ist also ein alter gregorianischer Choral namens Ave Maria, das sind 18 Variationen, so im deutsch-barock-französisch-impressionistischen Mischstil, 5 oder 6 ausgewählt. Das sind kurze Stücke, die vielleicht 1 bis 2 Minuten dauern.
ist der aramäische Text des Vaterunsers. Und aramäisch war die Sprache Jesu. Er hat also so das Vaterunser seinen Jüngern gelehrt. Und die Idee ist deshalb entstanden, ich hatte eine Rolle in einem amerikanischen Film über Vater Rupert Meyer, Pater Rupert Meyer. Und ich war eine jüdische Sängerin, Szene in der Kirche. Und ich dachte, wie bekomme ich das zusammen, das Judentum und das Christentum? Und so kam ich auf die Idee, Aramäisch ist praktisch die Sprache, die beide Religionen vereint. Und ich habe diese Musik dazu geschrieben. Das Stück Lumen wurde komponiert für diese Produktion von Rainer Ohlerk, ein Berliner Komponist, der auch ein sehr angesagter Filmkomponist ist. Lumen ist ein sehr atmosphärisches Stück. Es ist das Ringen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Ja, und das andere Stück ist komponiert von Gregor Hübner, der auch in Ravensburg geboren ist. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst. Der Text spricht mich persönlich sehr an und ich finde, er passt auch sehr gut in unsere Zeit. Und über diesen Text hat Gregor Hübner fantastische Musik geschrieben. Ja, genau. Also es ist so, dass man sich vom ersten bis zum letzten Stück befindet wie auf einer schönen musikalischen Reise.